Travis hat uns ja einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Am Ende der letzten Folge eine 5-Minuten-Verfolgung mit diesen Cops. Das kann was werden. Ich war gerade eben noch bei Fahndungsstufe 4, bin ein paar Kurven weitergefahren und die waren sofort weg. So viel zur Polizei in diesem Spiel und zu den ganzen Kartons oder was hier rumfliegt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed. Was ist denn da vorne los? Polizeiverfolgung? Soll mir aber egal sein. Ja, was mache ich jetzt? Ich gehe zur Garage zurück. Beim letzten Mal waren es doch 250 PS, also darunter. Also müsste ich ja den Supra noch mal etwas ausschlachten. Dich gebe ich mal ins Lager. Das wäre jetzt voll. Und dann hole ich mir den Supra zurück. Ah, hier haben wir auch nochmal das Datenblatt. Platt mit P. Also der Wagen von Magnus, der kann mehr. Und der lässt sich auch viel angenehmer fahren als der Porsche von Nakai-san. Und 249 PS. Ja, holen wir ihn raus und wir müssen nochmal ran. Wir müssen ein paar Teile ausbauen. Auswählen erstmal. Und dann Leistungstuning zuweisen. Serie. Kühlsystem. Serie. Ist schon Serie. Elektriksystem. Zündung. Achso. Ist schon Serie. Geht nicht weniger. Können wir nicht komplett ausbauen. Kupplung. Bringt uns nichts in Sachen PS. Habe ich bisher gar nicht drauf geachtet. Das sowieso nicht. Scheiße, der Wagen hat zu viel PS von Haus aus. Mist. Nein. Ach Mann. Dann muss ich jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen und mir einen weiteren Wagen kaufen, den ich jetzt bloß für das Event da nehmen muss. Ernsthaft? Hätte ich mir gleich einen Wagen unter 200 PS geholt, wenn ich das gewusst hätte? Dann tut's mir leid, du musst... Achso, ich muss erstmal einen auswählen. Also die Corvette auswählen. Dann kann ich den Supra wieder ins Lager schicken. Dann müssen wir uns jetzt einen kaufen. Weiß gar nicht welchen. Ins Lager, ja. Piep, piep, die Müllabfuhr kommt. Nein, natürlich nicht bei dem Wagen. Sieht schon schick aus. Da müssen wir uns jetzt einen Wagen schnappen. Gut, hat so viel PS, wäre kostenlos. Dann was anderes. Unter 200 haben wir den RX-8 hier. 7, unter 200 PS. 222, weiß ich mittlerweile auch. Mist, deutlich mehr. Stimmt, da war ja was. Haben wir hier was unter 200 da? Den Mazda MX-5 2015. Oder hier, Nissan Skyline. hier hinten kommt dann wirklich zu viel. Obwohl, 2017 gibt's noch. Auch zu viel, den hätte ich mir echt gerne jetzt mal gegönnt, den Honda NSX. Type R. Alles so hoch hier hinten. Ja, brauche ich gar nicht weiterschauen. Dann muss das ein Wagen von hier vorne sein, aber welcher Wagen? MX5 96? Honda Civic? Nissan Fairlady, den fährt Menno, den will ich jetzt nicht unbedingt, wobei. Den müsste ich aber noch tunen, weil 91 PS wären dann vielleicht doch zu wenig. Sekunden. Ich kaufe ihn. Warum nicht einfach mal? Das sieht aus. Er steht auch noch neben einem Lamborghini Murcielago. Warum nicht sowas? Ein Extrem. Wagen auswählen. Bitteschön, ich will mal wissen, wie er klingt. Schön. Eieiei. Kann der auch fahren oder kann er bloß sehr selten und demnach auch sehr teuer aussehen? Dieses Riesenlenkrad. Dieses Stoffdach. Diese Wagenform. Die Aufhängung. Interessant. 91 PS hat das Ding. Krass, wie viel hatte das Ding denn in echt? 91 PS ist doch viel. Schaut euch mal so einen Golf an. So einen ganz, ganz kleinen Golf. 40 PS.
Raus hier. Ich will den Wagen mal hören. Ich will den wirklich mal hören. Das will ich jetzt wissen. Wie klingt der Ford Baujahr 1932 ungetuned? Kann man den überhaupt tunen? Mit was eigentlich? Mit Driftreifen? Wir werden es gleich herausfinden. Aber erstmal Wagen lauschen. Und ich drehe schon mal den Kopf herauf. Er klingt schon. Er fährt wirklich. Er fährt wirklich. Wie der da drin sitzt. Oh. Oh. Kann sich auf jeden Fall irgendwie hören lassen, muss ich hier mal zugestehen. Wie klingt er denn während der Fahrt? Kopfhörer laut. So. Eieiei. Eieiei. 60. 70. 80. Ups, Kurve. Oh, wow, wow. Jetzt ist er kaputt. Man merkt ihm die 11 Sekunden und ein paar zerquetschte locker an. 80. Na, fast jetzt. 90. 100. Das habe ich nicht erreicht. Oh Gott. Bei der Radaufhängung sind die Räder gleich ab. Immer noch keine 100 Sachen. Oh Gott, der lässt sich aber krass lenken. Wo haben wir hier mal ein Stück Gerade? Die Gerade muss lang sein. Boah, die Lenkung ist echt sehr, sehr umfangreich. Ja. Oh, der Wagen kann driften. So, bergauf. 100. Was war nochmal die Maximalgeschwindigkeit? Also 125 ist auch drin. Aber erstmal genug. Erstmal genug. Erstmal zurück zur Garage. Mal schauen, ob man den tunen kann. Oh, Optik-Tuning. Bin ich mal gespannt. Geht da was? Wie sähe das aus? Heckspoiler? Geht was in Sachen Leistung? Ja, ist nicht ausgegraut. Erstmal Leistung. Ui. 110 PS. Höchstgeschwindigkeit jetzt angeblich 160. Oh süß, schaut mal. Ein Drehmoment mehr. Verstehe ich aber nicht, weil das Teil ist aktuell zugewiesen. Wie kann da eine Plus einstellen? Komisch. Ja, unter 200 PS. Merke ich mir mal. Wir sind schon bei Elite. Ist die Frage, ob ich damit überhaupt was reiße. Auch nur ein Motor. Kompressor. Okay. 128. Ja doch, wir kommen an die 200 ran. Nehme ich jetzt mal an. Oh ja. Oh. Gut, dann bloß das. Für 900. Oh. Krass teuer. Wir haben nur noch 35.000. Motorblock wäre schon zu viel. Ach, über 200. Ach, über 200. Ach, über 200. Ach, über 200. Oh. Ich gönne uns mal Zeitnitro. Wenn wir ein Rennen fahren, brauchen wir das. Hat alles nichts mit Leistung zu tun. tun. Das war alles schon zu viel. Entweder bleibe ich bei den 194 PS oder ich baue was aus. Und versuche irgendwie anders näher ranzukommen. Aber ich belasse das jetzt mal so. 5,3 Sekunden schon. Krass. Und jetzt Optik. Motorhaube. Oh. Ein offenliegender Motor. Das ist aber aerodynamisch totaler Quatsch. Eieiei. Sind das da Gürtelschnallen? Nehme ich mal. Den kann man ja voll tunen. Wie es den Anschein macht. Ich will irgendwas. Oh. Okay. Gefräster Aluminiumtank. Für was? Sprit? Ich will hier so ein Wabennetz haben. Das gefällt mir. Cool.
Oh, den kann man ja tunen. Oh. Süß. Hier, bitte. Kotflügel? Oh. Oh. Ordentliches Trittbrett haben wir. Will ich das so haben? Ey, wir hätten sowas wie Radkästen. Da spritzt das Wasser bei Regen nicht mehr so hoch. Ja. Oh Gott, ich hau unser ganzes hart verdientes Geld raus. Sollte eigentlich für den Porsche draufgehen. Spoiler-Lippe. Krass. Vorderreifen. Ah, oh, keine Felgen. Gut, damals gab es noch keine Felgen. Da gab es bloß die Standardausführung. Ah, doch. Ach, Bremssattel, weil das Ding keine Bremsen hat, oder wie? Nee, da bleibe ich bei dem Standardkram. Größe geht nicht, schade. Dann hier wieder raus. Was haben wir denn noch so? Hinterräder, ja schön. Gibt's da was? Das ist also ein Diffusor. Diffusoren. Wieso Mehrzahl? Da gibt's doch bloß diesen einen. Und das ist eine Heckstoßstange. Komisch, was damals als Abtrieb steigernd galt. Da geht nix. Da müssen wir was anpassen. Hier ist klar. Oh, was habe ich jetzt geschrieben? Das war ja Quatsch. Das Schild lasse ich mal so. Kann bleiben. California Heckleuchten. Oh. Lieber so. Schön. Spoiler. Kofferraumdeckel. Oh, geriffelt. Aber kein Spoiler. Gibt's nicht. Komm nicht hoch. Heckleuchten haben wir. Frontleuchten haben wir auch schon. Spiegel. Spiegel, geht das nicht? Doch. Nein. Wenn, dann eher was Rundes. Nee, dann bleibe ich beim Standardkram. So, Scheibentönung. Ja. Geht. Und soll man nicht sehen können. Boah, das sieht doch. Bodykit. Oh. Das macht ja jetzt einen Anschein eines Hammers. Sogar mit mehr Kopffreiheit. Geil. Inkompatibel. Ich belasse es erstmal so. Mir gefällt der Wagen so irgendwie ziemlich gut. So, wären wir jetzt hier fertig? Soweit so schon, ne? Das war ja nur weg oder eben so. Lass mal so. Dann wieder raus. Der Wagen, der jetzt mehr in Sachen Beschleunigung kann. Wir versuchen mal dieses unter 200 PS Rennen. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Wir haben immerhin Nitro und wir haben keine mehr so schlechte Beschleunigung. Ich habe den Wagen zwar nicht aufgemotzt, nicht großartig, deswegen wird er nicht großartig anders klingen. Aber der kann schon mehr, das merkt man sofort. Dann fahren wir mal... Wo ist denn das? Zum Outlaw, zum Travis, wo ist denn das? Wird mir noch gar nicht in den Ecken angezeigt. Hä? Ach so, das stimmt ja, das war ja... Polizei. Ach. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen, das Rennen zu gewinnen. Stimmt ja. Halt. Die Polizeistation war hier, direkt in der Nähe. Dann kommen wir der Polizei, die mit ihren dicken Dodge Chargers und wir mit unserem Ford 1932. Da ist er noch. Der findet unseren Wagen schon so kriminell, dass er mal kurz geleuchtet hat. Nicht, nicht. Nitro. Schon über 100. Ach so. Ach, Moment. Gab es irgendwas mit Geld? Ich schau mal kurz auf die Karte. Komme in der 5-Minuten-Verfolgung. Okay. Schnell weg. Also, wir brauchen Zeit. Wir brauchen keine Geldstrafe. Das habe ich schon wieder vergessen. Deswegen muss ich mal nachschauen. Ich darf ihn nicht abhauen. Also jetzt kommen die sich so langsam verarscht vor, beziehungsweise die Bürger kommen sich bei der Polizei und unserem Wagen im Gegensatz richtig verarscht vor. So muss das ja auch.
Jetzt muss ich hier 5 Minuten mit euch rumbringen. Und ich kann mal die Driftfähigkeit des Wagens probieren. Oh. Wehe, ihr fahrt dieses Stück kaputt. Was haben wir denn noch zum Zerstören? Papierfetzen fliegen. Oh, halt. Ah, die Laterne ging weg, okay. Ach, Melissa. Fahren wir alleine gegen Eddie oder fahren wir mit anderen Teilnehmern gegen Eddie? Ich glaube, letzteres. Wobei mich ersteres auch nicht großartig wundern würde. Oh. Ich glaube, ich kann mit dem Wagen gar nicht so groß abhauen. Wobei, ich muss noch abhauen. Da steht noch Entkomme, oder? Entkomme. 5 Minuten unter 200 PS. Ey, aufhören. Sie können ja abdrängen. Krasse Sache. Aber wie entkomme ich dem im Zweifelsfall? Umlenken, ne? Das ist ja deren große Schwachstelle. Hallo. Oder ich fahre ihn zu Club. Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich versuche schon mal zu entkommen, weil ich muss das schon mal üben. Umlenken, so. Folgen die jetzt? Wie schnell? Das wird eine haarige Angelegenheit, schaut mal. Ich gewinne zwar Abstand, aber ich glaube doch, das schaffe ich. Gut, ich will die jetzt nicht entkommen lassen. Ich lasse sie nicht entkommen, genau. Deswegen halte ich mich jetzt mal zurück. Ich kann es schaffen. Mal schauen, wie es in 2 Minuten aussieht. Ob das dann immer noch gelingt, wenn ich dann wirklich will. Vielleicht nicht. Vielleicht aber dann doch. Ach, sie doof. Gehen Sie weg. Einer hat aufgegeben. Fahren Sie rechts ran. Blaulicht leuchtet. Oh. Schmeißt er uns eine Laterne zwischen die Räder. In die Speichen rein. Hey, der ist hier wieder zu zweit. Beziehungsweise die sind wieder zu zweit. Oh cool, diese Spiegelung da oben mag ich. Diese ganzen Wassertropfen und der ganze Dreck. Ja. Einer gibt wieder auf. Hier, ich fahre jetzt rechts rum und entscheide mich dann kurzfristig anders, um ihn zu verwirren und fahre dann in die gleiche Richtung zurück. Das war jetzt Verwirrungstaktik. Ich fahre zu Klump. Nein, ich fahre drüber. Och, Mann. Okay, ich hab's vergeigt. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab... Nein. Nicht jetzt. Ja, Moment. So, ist das da genug? Oh, hey, Vorsicht, der Wagen ist... alt. Nee. Oh, Stufe 5 ist jetzt möglich, sehe ich gerade. 3 von 5 möglichen Flammen. Das ist neu, oder? Seitdem wir Travis so richtig kennen? Ich meine ja. So halbe Minute, ich könnte mich schon so langsam mal auf das Entkommen einstellen. Hier gibt's noch was. Darf ich nicht unversucht lassen. So, dann komme ich mal so langsam. Ich versuche jetzt mal einfach bloß geradeaus zu entkommen. Ohne umlenken. Und wenn 5 Minuten angebrochen sind, dann drehe ich wohl um. Was? Ich habe das erste Wort gar nicht verstanden. Bremsen. Ach so, bremsen, oder? Ich glaube, es war bremsen. Ich hole jetzt ab. Guck mal, ich bin abgebogen. Ach nee, guck bitte nicht. Ach Mann. Jetzt hat er geguckt. Okay, die werde ich jetzt nicht los, wie es den Anschein macht. Wobei, schaut mal, die kommt echt nicht hinterher. Ah, jetzt kommen sie wieder ran, ganz klar. Mist, sie haben mich wieder. Gut, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und zwar hier umlenken. So, und jetzt wegdüsen. Tschüss. Komm schon, Wagen. 5,5 Sekunden. Ich weiß, du schaffst das. Ich glaube, ich schaff's nicht. Kleiner Wagen. Zu früh. Ach, Kacke.
Ich wäre fast weg gewesen. Ich muss Nitro nochmal aufladen, ehe ich den nächsten Versuch starte. Ja, wird doch kniffliger, als ich mir vorgestellt habe. Nun gut. Nitro kommen, wertvoll. Der eine ist gleich weg, wie es scheint. Na, komm. Gib auf. Gib auf. Boah, er will nicht, er hält sich wacker. So, Nitro wäre voll. Der andere ist mir aber gerade zu weit weg. Wobei, der bleibt ja auch stehen, ne? Deswegen umdrehen. Au, ich wollte umdrehen. Aua. Okay, jetzt stehe ich blöd, deswegen. Einer kommt mit, der andere, ja, der kommt auch noch mit. Okay, das wird doch schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Das war sowas wie eng. Biege ich jetzt hier mal ab, um etwas die Sichtlinie zu unterbrechen. In der Hoffnung, dass was hilft, aber hier gibt es nichts. Ah, ist hängen geblieben. Jawohl. Oh Gott, armer Wagen. Klingt böse, er ist nämlich am Limit. Ja, wir entkommen. Wir schaffen diese Anforderung. Warum ist der Wagen aufgetaucht? Warum? Na egal. Wir schaffen diese Anforderung von Travis dem Outlaw. Super. Oh, Junge. Wie abgefahren. Oh ja. Du dich schnell rumsprechen. Oh ja, mit dem Wagen auf jeden Fall. Und deswegen machen wir einfach in der nächsten Folge weiter irgendwie mit irgendeinem Wagen. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.